doch mal wieder so einen kleinen Fehler. Hm? Kommt bestimmt noch. Jedes Mal, wenn du das sagst, kommt ja doch nichts. Ist ja doch nur heiße Luft. Leere Versprechen hier. Oh, hier bin ich noch nie zu weit raus. Absolute Konzentration. Ja, ja, bei allen hier, ne? Aber irgendwie plätschert das Rennen gerade. Fühlt ein bisschen vor sich hin. Ja, schon. Und... Jetzt. Bitte? Ich kann mich jetzt ein bisschen größeren Schritten absetzen. Na, irgendwie. Ich mache keinen richtigen Fehler, aber irgendwie fehlt mir gerade ein bisschen die Pace. Mag vielleicht damit zusammenhängen, dass ich gerade ein bisschen am Rumgrübeln bin. Tatsächlich nur ein Satz Software, ha? Ja. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Man merkt schon, dass der Soft jetzt nachgibt. Rolle. Box. Was gehst du? Nochmal auf Soft? Ja. Hast du noch einen zweiten? Ja. Ist auf hart gegangen in der Reifenmischung? Nee. Ausgewogen oder was? Nein. Weich. Ja.
Ich war so irritiert, als ich genau in dem Moment, ich habe nämlich die ganze Zeit darüber nachgedacht, ah, gehe ich jetzt nochmal auf Soft, einfach was anderes probieren, 5 Runden den besseren Reifen nutzen und gucken, was passiert. Und dann sagt ihr in dem Moment, ja, blöd, wenn man noch einen zweiten Soft hätte oder so. Und denkt, hä, ich bin gerade auf Soft, der ist aber nicht markiert als gebraucht. Denkt, hä, scheiße, was mache ich jetzt? Durch diese eine Aussage, davon wegen, man hat nur noch einen oder hat keinen mehr, war ich sowas von aus dem Konzept in dem Moment kurz. Denk, ja. Oh fuck. Das stimmt bei mir was nicht. Denk, oh oh. Ich meine, irgendwas muss ich ja machen. Ja, klar. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,9 Sekunden. Da ich jetzt nach hinten keinen Platz verloren habe. Ja, klar. Auch gemacht, also einfach mal was probieren. Kann ich nachher immer noch den notwendigen Sicherheitsstopp einlegen, wenn es sein muss? Wenn du überhaupt einen machen musst. Vielleicht hält er auch durch. Ich dachte, er hat ihn 14 Runden gefahren bei 40%. Allein? Wem hattest du damit zu tun? Ach, leider ja. Was kaputt? Du bist die ja. Bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Okay, Abstand zum Teamkollegen 27,4 Sekunden. Dann 2 war ich zuerst eben außen. Ich wäre vor mich gezogen und dann wollte ich eben nach innen reinschwenken. Auf der Bremse das Auto halt weggeschmissen, ne? Ups. In der Box, I-Touch? Okay. Ah, nee, ist gut. Okay. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Wenn ich mir die Abstände so angucke. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Dann wird es schlecht. Dann wird dir schlecht oder was? Nee, schlecht wird mir nicht, aber ich sehe jetzt nicht gerade den Schimmer am Horizont, wenn du verstehst.
ersten Platz beträgt 24,7 Sekunden. Der Verkehr ohne Ende, ey. Scheiß Troll. Ausgehen? Naja, locker. Du brauchst ungefähr 18 Sekunden. Du hattest jetzt noch über 20. Deswegen meinte ich, der Silberschweif am Horizont, der war nicht sehr groß. Ja, wobei, wenn ich jetzt noch ein paar Runden draußen geblieben wäre. Ja, dann, aber dann der Reifen ist für 10 Runden ausgelegt, also. Hat an meinem Computer hat Bing Ding gemacht. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht kaputt. Ansonsten müssen wir es nochmal fahren, ne? Du meinst je nachdem, wie es ausgeht? Hä? Du meinst je nachdem, wie es ausgeht? Naja, also. Da muss das Auto schon schön in die Wand setzen oder Größeres, dass ich da noch an dir vorbeikomme. Bei die 10 Runden schafft der Rote ja auf alle Fälle. Naja. Haben das jetzt mit leichtem Auto? Tja. Mein Freund hat ja auch 9 geschafft, ne? Eben. Er hätte auch 10 geschafft, aber wir beide sind ja quasi auf dieselbe Idee gekommen. Ja. Mit Verkehr ist das auf der Strecke einfach scheiße, das gibt's gar nicht. Oh, Kim. Sollte weggeworfen, so wie es aussieht. Crasht am Out! Ganz blöd gelaufen. Naja, hat man gesehen. Gut, dass du keinen Safety Car gebracht hast, dann hätte ich dich gekillt. Ach, Safety Car, Schmafety Car, sag ich immer, ja. Safety Car wäre so interessant, weil dann würde ich auf jeden Fall nochmal reingehen. Ja, und ich nicht. Ja, bei dir wäre blöd. Ach, wobei, eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen Supersoft hab. Wahrscheinlich nicht mehr. Aber eine gute Idee, ich habe gleich mal eingestellt auf Supersoft. Damit doch, ich hab noch einen frischen Supersoft. Du hast, glaub ich glaube, die Reifen aus dem Qualifying nimmst du mit. Weil sonst hätte ich auch nicht. Einsatz, ja. Weil sonst hätte ich auch den Soft nicht gehabt, weil ich hätte eigentlich fürs Rennen einen frischen Soft gehabt. Alter, ich glaube, das ist der aus dem Training gewesen. Ich lauf immer an der gleichen Stelle auf Verkehr auf. Also egal, ob der aus dem Training oder der aus dem Qualifying ist, auf jeden Fall hatte ich einen freien. Ich glaube, ich fahre nochmal in die Box und versuche nochmal eine richtig gute Schnellrunde. Gute Idee. Ja.
Mach das doch 2-3 Mal. Ja, das ging eigentlich. Weil du hast ja dann später auch ein leichteres Auto, da müsste mehr gehen. Ich weiß nicht, die Saison ist einfach bei mir noch schlimmer, als die letzte aufgehört hat. Noch schlimmer. Die letzte war ja am Anfang ganz okay. Dann habe ich meine 99 Punkte und dann war fertig. Das war's. Hast keinen Bock mehr auf Punkte? Nee. Dreistellig kann jeder. Eben. Dreistellig, zweistellig, sag ich immer, ja. Okay. Alter, ich werde jetzt einfach übermütig. Ja, ein bisschen. Weil das Auto jetzt auch so reagiert hat, wie es sonst nie reagiert, aber okay. Was? Ist er plötzlich Kurven? Ja. Let's have a show about the telemetries of my team buddy. Telemetrie, alles. Bin da, bin. Gewirrt. Oh, Alter, du hast ein Motorproblem. Motorproblem? Na, ja, jetzt gleich von Kim. Oh. Ja. Wie viel da ist denn Vettel eigentlich? Oh. Eben, ich sag ja, ich weiß nicht, was jetzt sein soll. Bayer. Vor mir gewesen. Vom Boxenstopp. Warum betteln die sich da eigentlich zu dritt gerade? Betteln um die Wette? Ne? Also die drei, die du gerade einzeln überrundet hast, sind jetzt alle auf einem Fleck und direkt vor mir. Also Alter, schnell, Boxenstoppfenster ist Runde 10 bis 13. Ja, nur dass du es weißt. Danke. Peter, ich kann auch nichts dafür. Fette, nicht in der Kurve! Oh. Der hat sich verbremst und dann, also... Verbremst und dann auf einmal, jo, ich weiß auch nicht, was passiert ist. Und dann dachte ich, da kann ich reinstechen und dann bin ich reingestochen und dann war er doch nicht da und also... Da hat Bolle den Versacken gemacht. Alter, in dieser ganz schnellen Linkskurve fährt er erst ganz innen links über die Curbs drüber, dass es kracht. Um dann, wenn ich innen reinstechen möchte, auch nochmal zuzumachen. Also, es war schon haarig. Ich möchte doch einfach nur die Platzierung heimbringen, so wie Vettel eigentlich das hätte machen sollen in Shanghai. Weil das Ergebnis eigentlich erstmal nicht schlecht ist für mich so. Oh, DRS? Weiß gar nicht, dass es gibt. Krass. Hat mir nicht so oft, ne? Jetzt kommt's, jetzt bremst du gleich voll. Blue Flag, Blue Flag. Alter, Perez habe ich 30 Sekunden. Der Typ, der letzte Saison hier gewonnen hat. So, gleich ist rum. Ja, sehr eignungslos bisher. Ziemlich. Ja, es hielt sich jetzt in Grenzen. Frag mich, was ich, Alter, ohne Witz, was ich falsch mache, dass ich einfach nicht mehr geschissen kriege in diesem. Passbar. So sagen. Sache, nach zweite Saisonhälfte, letzte Saison, war der Wurm drin. Das war's, Alter. LOL! LOL! Er will halt durchziehen, hä? Pass auf, jetzt drängt er dich. Oh. Haben wir gezeigt, wo die Kurve lang geht. Ah, geile Helikopter an sich.
nur dezent über die Klubs. Meinst du mich oder Alter? Ja, dich. Hast du dezent weggeschmissen, aber nur dezent. Oh, da wird's jetzt lustig. Jetzt die Frage, ne, Alter, überholen und riskieren, dass irgendeiner nicht reinzieht oder einfach mal hinten dranbleiben, weil der Abstand sowieso groß genug ist. Ja, ruhig zu sagen. Ich habe auch schon bei 5 Autos vielleicht... ist schon hart. Ich weiß. Ich habe schon überlegt, in die Box zu fahren. Ernsthaft? Quatsch. Ich traue sie zu. Ey, ohne Witz, bei deinem Glück, bei deinem Glück. Auf einmal steht einer auf der Bremse, du hängst schon hinten drin und dann. Ja. So kriegen sie wenigstens alle eine Strafe, weil ich hinterher. Ja, genau, das war. Das wird so geil gleich. Wenn du dann schön langsam bist und die anderen dann immer langsamer werden, du noch langsamer werden musst. Ja, irgendwann geht er dann schon vorbei, aber. Bei 14 Sekunden, weißt du. Pff. Okay, wir können nicht diese Runde rein. Ja. Da kannst du auch ruhig hinten dran bleiben. Eigentlich schon. Bolle. Push. Ich fahr hier mal. Also. Da war heute keine Chance. Da die am Start vorbeikommen müssen und dann dich vielleicht irgendwie aufhalten, aber. Ich glaube, wenn du am Start vorbeigekommen wärst, hätte ich richtig Probleme bekommen, weil du hier so schlecht überholen kannst. Ja, auch, aber du hattest die grundsätzlich bessere Pace, also von dem her. Ja. War schon heftig, wie viel schneller ich jetzt hier fahren könnte, theoretisch. Sowas zur Sektorzeit minusmäßig. Oh. Ich habe jetzt 2 Sekunden gut gemacht. Jo, wow. Ja, also. Ja, mach jetzt nochmal 2 Runden und dann bist du bei 8 Sekunden Rückstand. Wow. Nee, darum geht's nicht. Nur als Vergleich, dass du halt Zeit verlierst. Jo, das wissen wir ja. Naja. Ich verliere lieber so Zeit, als dass ich den Sieg vielleicht noch verliere. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich mit nicht nur Überrundeten, sondern halt Hinterbänklern irgendwie aneinander gerate. Ja. Also 4-5 Mal passiert die Saison. Muss nicht sein, ne? Eriksen ist auch voll am Laggen, also von daher. Jetzt Schlangenlinien. Das müsstet ihr mal sehen. Olle will noch den Fast Slap Award. Ich habe extra gewartet, dass ich, wenn ich eine Runde früher gegangen wäre, hätte Alter jetzt noch können. Ach, das ist die Box. Ja, ja. Ja, bei 30 Sekunden Rückstand kann man sich's mal erlauben. Mein Vorsprung. Ja, auch. Jetzt ist auch 30 Sekunden Rückstand. Ja. Weil so kannst du nicht in der nächsten Runde rein noch eine schnellste Runde drehen. Hatte ich hier nicht vor. Naja, aber ich dachte, wenn ich jetzt reingegangen wäre, dann hättest du ja locker Zeit gehabt, dann hättest du wahrscheinlich doch nochmal was gemacht. Kenn dich doch. Aber so sind wir mal jeden Reifen gefahren, bis auf den Medium. Jeden Reifen gefahren, bis auf den einen. Der noch übrig war. Ja. Aber ansonsten sind wir alle Reifen gefahren. Das ist eine Aussage. Ich glaube, ich fahre nochmal die Box von mir Mediums. Nur aus Prinzip. Ich bin ja alle Reifen gefahren, ja. Also ich auch, aber nicht im Rennen. Im Training halt. Training. Lalelu. Ich wette, gleich kurz so eine bombastische Runde, dass es dann nur noch 10 Sekunden Rückstand sind. Nö, ich fahre gerade langsam, ich muss Abstand nehmen. Meine Fresse, Alter, jetzt bist du aber wirklich am Schleichen.
ist ja, ja noch Alter, zwei. Alter, ich mach die Auslaufrunde. Ja, lässt ich mach dann zwei. Lässt sich bejubeln. Alter, Eriksen ist halt wirklich hart am Legen, ey. Aber hallo, ey. Bing, lass dich einfach mal richtig liegen, Abstand. Boah! Der hat, Alter, was geht denn da ab? War nur Eriksen in der Dreiergruppe, nur ja, Eriksen. Ja, ja, ja. Alter, er ist voll abseits der Strecke, dann doch wieder nicht. Heftig, man. Und Quantenphysik-Scheiß. Ach, endlich mal wieder ein Rennen gewinnen. Ja, bei mir ist es, glaube ich, gut fürs Team, dass ich nicht mal nicht gewinne. Na? Das heißt, es ist noch nicht durch. Ah ja. 72 Punkte Vorsprung. Wieso raten sie denn, dass ich auf Mischung 2 umstellen soll? Das ist Quatsch. Das sollen die einfach wissen. Fertig. Gut, das wird eine gute Runde. Das wird eine gute Runde. Eine 19. 6. Aber okay. Ohne Max, ohne DRS. Nice Word. Kein Leben. Yeah! DRL fast das Lab Award. Nochmal 2 Punkte dazugekommen. Alter, Glückwunsch zum Sieg. War gute Performance. Da hatte ich heute leider keine Schnitte. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden. Aber trotzdem, zweiter Platz ist okay für mich. Also, ich habe gleich gesagt, vor dem Rennen habe ich schon gewusst, Alter, 25 Punkte für Mercedes sind gebucht bei dem Rennen. Nur, dass du es diesmal nicht gesagt hast, ne? Naja, aber ich habe es gedacht, weil, wenn ich es gesagt habe, dann hat es manchmal nicht funktioniert. Manchmal. Ja, wie Großbritannien, ey. Ja, Eieiei. Ich denke mir meinen Teil. Aber keine Punkte für Vettel heißt Vorsprung grundsätzlich erstmal aufgebaut. Ausgebaut. Ja, guck mal, zwischen Platz 2 und 4 ein Punkt. Ja, ich guck mir gerade die Siegerehrung an. So, Rangliste, was sagen wir denn da? Ja, ja, eine Rangliste halt. Das ist ja krass. Lol. Stark, ein Pünktchen zwischen euch, nicht schlecht. Alter, nein, gar kein Punkt. Na, aber zwischen Alter schon 18 Paris. Und 18, ach so. Zwischen 2 und 4. Jo, 2 und 4, was ist denn vierter Platz? 2 und 4, was wollt ihr mir, oder wie war das? Ne? Na, was ist denn vierter Platz wert? Nicht, Alter, nicht. So sieht's aus. Naja, liebe Leute, dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Nö. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nein, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf dem Kanal seid, ein Abo würde mich natürlich sehr freuen. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Dann geht's, wohin geht's denn eigentlich? Irgendwo in Europa. Wahrscheinlich. Nein. Bis dahin, macht's gut und may the fun be with you. Tschüss.